Urlaub in Thailand. Wie ist die aktuelle Situation? Hallo Leute, das ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Im heutigen Video schauen wir uns mal an, wie aktuell die Situation ist, beziehungsweise es ist Hauptsaison in Thailand. Eigentlich die beste Reisezeit für viele und es sind auch sehr viele, die auf dem Weg nach Thailand sind und auch etwas besorgt sind, wie schaut es zurzeit hier aus. Ich habe bereits mehrere Videos gemacht, Reisen nach Thailand, aktuelle Situation. In diesem Video ist, oder es ist ein ähnliches Video, aber wir schauen hier explizit mal die Leute an, die hierher kommen für einen Urlaub. Möchtest du auf dem Laufenden bleiben über die Situation in Thailand, dann abonniere den Kanal. Ich mache hier fast täglich Videos über oder aus Thailand. Ja, im letzten Video habe ich gesagt, dass man als Europäer, wenn man nicht krank ist, nach wie vor nach Thailand einreisen kann und hier Urlaub machen kann. Nur die Frage, die sich jetzt mittlerweile stellt, ist, ob es sich überhaupt noch lohnt, hier Urlaub zu machen, denn von Tag zu Tag kommen neue Beschränkungen, neue Bestimmungen in Kraft oder treten in Kraft, die die Freiheiten des Einzelnen oder sagen wir mal, die Freiheiten sind eigentlich nicht wirklich davon tangiert, aber diejenigen, die halt aus bestimmten Gründen nach Thailand in den Urlaub reisen, vielleicht eben auch für Anlässe, für Partys, die werden bald feststellen, dass es hier vielleicht nicht mehr so angenehm ist und dass eben viele Anlässe, wegen denen man nach Thailand reist, nicht mehr stattfinden. Ja, und der wohl größte und bekannteste Anlass, der abgesagt wurde, ja, ihr habt es richtig gehört, ihr müsst also nicht mehr nach Koh Phangan reisen, zurzeit für die Full Moon Party oder auch auf Deutsch Vollmond Party oder Halbmond Partys. Da gibt es ja praktisch jede Woche eine Party auf dieser Insel. Die Party ist bis auf Weiteres abgesagt. Also für diejenigen, die wegen der Vollmondparty nach Koh Phangan reisen möchten, die müssen sich die Mühe nicht machen, denn die Party ist abgesagt. Aber das ist nicht der einzige Anlass, der abgesagt wurde. Man kann hier auch in den Pressemitteilungen der Regierung verfolgen, dass täglich neue Anlässe dazukommen. Einerseits auch die Autoshow in Bangkok, dann sämtliche größeren Anlässe in Pattaya, das ist eine Entscheidung der Stadt Pattaya, sind abgesagt. Dann auch MotoGP, also das Motorradrennen, das in Thailand ausgetragen wird, wurde auch abgesagt. Und in Phuket, sowie ebenfalls auch in Pattaya, hat man bereits das thailändische Neujahrsfest Songkran abgesagt. Also größere Menschenansammlungen sind für das thailändische Neujahr Songkran, welches im April stattfinden wird, dieses Fest abgesagt. Die Regierung hat für ganz Thailand dieses Fest noch nicht verboten. Also vereinzelt oder in kleineren Gruppen kann das noch gefeiert werden, aber für diejenigen, die natürlich Songkran kennen, die wissen, dass das eigentlich das Highlight ist in Thailand, sowie auch für sehr viele junge Menschen, die Full Moon Partys, die jeden Monat stattfinden oder eben auch wöchentlich mit all den anderen Partys. Und das ist zurzeit alles mehr oder weniger auf Eis gelegt. Dann kommt noch etwas hinzu, das hätte man so nicht erwartet und das könnte auch in naher Zukunft ein Problem darstellen. Ich habe im letzten Video über die kleinen Geister berichtet, über die Little Ghosts, also illegale Thais, die in Südkorea gearbeitet haben. Und durch das, dass ja das Virus dort ausgebrochen ist, sind die kleinen Geister auch daran erkrankt, also viele Thais sind oder wurden krank. Und da sie sich ja illegal in Südkorea befunden haben und dort gearbeitet haben, konnten sie nicht ins Spital gehen, weil sie ja illegal dort waren. Sie haben keine Anrecht auf eine, sie haben kein Anrecht auf eine medizinische Behandlung. Und sie wussten, wenn sie in medizinische Behandlung gehen, dann werden sie festgenommen und zurückgeführt ins Herkunftsland. Und das ist auch geschehen, nachdem viele Thailänder erkrankt sind. In Südkorea haben sie sich gemeldet und
wurden dann so zurück nach Thailand geführt und eben hier, wie im letzten Video bereits erwähnt, schau dir das noch an, wenn du da genauere Informationen haben möchtest, müssen sie in Thailand in Quarantäne. Jetzt gibt es aber kleine Geister, wie man sie nennt, also Thailänder, die die Quarantäne missachtet haben und sich in Thailand selber auf Reisen begeben haben. Einige von ihnen sind nach Koh Phi gereist, einige nach Phuket. Und man hat jetzt Angst, dass sie dort eben genau an diesen Touristenorten dieses Virus ausbreiten wird. Es wird zurzeit auch diskutiert, ob man Touristenorte wie Phi Phi schließen soll. Es ist noch nicht offiziell, aber es könnte kommen. Man diskutiert im Moment genau über solche Maßnahmen, wenn man feststellen sollte, dass sich das Virus dort ausbreitet. Dann werden auch groß angelegte Desinfizierungsmaßnahmen angeordnet. Wir konnten es heute beobachten in Pattaya an der sogenannten Soi 6. Das ist so eine Vergnügungsmeile in Pattaya. Wurden bereits solche Maßnahmen getroffen. Man hat da Reinigungsteams dorthin gesendet mit Desinfektionsmitteln, mit so Sprühgeräten, die dort die ganzen Bars, Straßen und Umgebung desinfiziert haben. Ja, obwohl das Klima in Thailand sehr heiß ist zurzeit, was natürlich gut ist, weil das Virus mag kein UV-Licht, kommen immer mehr Fälle ans Tageslicht, wo eben Leute die Quarantäne missachtet haben und rausgehen und so halt eine potenzielle Gefahr darstellen für Touristen, die sich an solchen Orten aufhalten. Deshalb ist davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen oder Monaten das Virus sich auch in Thailand schneller ausbreiten könnte als gedacht. Wichtig ist natürlich hier für jeden Einzelnen, und ich möchte das nochmals betonen, es gibt im Moment noch keine Einreisesperre oder Quarantänemaßnahmen für gesunde Menschen. Also man kann aus jedem Land, vor allem auch aus Europa, einreisen nach Thailand in den Urlaub, wenn man nicht krank ist. Die Frage, die sich einfach stellt, mit den ganzen Maßnahmen, die jetzt da getroffen werden, den Einschränkungen, lohnt es sich überhaupt noch in Thailand Urlaub zu machen? Die Frage muss sich jeder selber stellen. Für einen Strandurlaub, denke ich, ist Thailand nach wie vor geeignet, weil die Strände sind mittlerweile fast leer, je nachdem, wohin man reist. Aber so die großen Touristenorte in die Menschenmassen rein, an die großen Veranstaltungen, das wird wahrscheinlich bald Geschichte sein für eine gewisse Zeit. Deshalb, wer für so einen Aufenthalt oder für eine Party oder weiß ich was nach Thailand reist, wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder auch Wochen enttäuscht sein, weil sie eben halt nicht stattfindet. Die Regierung beginnt jetzt auch drastische Strafen oder horrende Bußgelder auszusprechen, wenn man die aktuellen Vorschriften, Regeln oder auch Maßnahmen missachtet. Und wie bereits erwähnt, gibt es Thais, die nicht in Quarantäne bleiben, die geforderten 14 Tage, obwohl sie es eigentlich müssten. Und jetzt hat die Regierung gesagt, dass jeder, der die Quarantäne missachtet, aber das betrifft eben wie gesagt nur die Leute, die auch wirklich am Virus erkrankt sind, dass die ein Bußgeld von mindestens 20.000 Thai-Baht bezahlen müssen. Dann noch was zur Krankenversicherung bzw. Reisekrankenversicherung. Es gibt auch in Thailand viele Ausländer, die keine Krankenversicherung haben. Es gibt aber auch Touristen oder Urlauber, die nach Thailand reisen und keine Urlaubskrankenversicherung haben. Oftmals nicht, weil sie es nicht haben möchten, sondern weil man einfach davon ausgegangen ist oder ausgeht, dass die Krankenversicherung im Heimatland einen Urlaub auch abdeckt. Oftmals ist das nicht der Fall, deshalb muss man das zu Hause abklären. Wer in Thailand am Virus erkrankt und behandelt wird, der hat mit Kosten zu rechnen von ca. 500 bis 700 Euro für eine Behandlung, sofern die Krankheit nicht lebensgefährlich verläuft. Wenn die Krankheit lebensgefährlich verlaufen soll, also wenn dann
zusätzliche Massnahmen angeordnet werden müssen etc., dann wird die Rechnung viel, viel höher sein als die von den Spitälern vorgegebenen 500 bis 700 Euro, was schon die obere Grenze ist. Es gibt auch günstigere Behandlungen. Ja, und hier ist einfach daran zu denken, dass Leute, die keine Krankenversicherung oder keine Reisekrankenversicherung abgeschlossen haben und sie erkranken an diesem Virus oder an dieser Krankheit, dann müssen sie die Kosten selber tragen. Ja, dann noch schnell abschließend meine Einschätzung zur Lage bzw. zu einem Thailandurlaub. Aus meiner Sicht ist die größte Gefahr für eine Ansteckung auf dem Weg nach Thailand bzw. im Terminal oder in den Flugzeugen an den Flughäfen, aber auch in den Transportmitteln vom Flughafen zum Hotel. Ich persönlich würde nicht zu viel reisen zurzeit in Thailand. Also ich meine, Leute wie ich, die in Thailand leben und ein eigenes Auto haben, das ist eine andere Sache. Aber Leute, die halt auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, dort empfehle ich, aber das ist meine Meinung, das muss jeder selber wissen, wenn er nach Thailand in den Urlaub fliegt, dann soll er doch direkt ins Hotel gehen oder an einen Strand und dort seinen Urlaub genießen, wo auch zur aktuellen Situation oder im Moment schaut es so aus, als wären die meisten Strände fast menschenleer, es ist sehr ruhig und da läuft man auch nicht Gefahr, angesteckt zu werden. Ja, ansonsten auch hier, ich halte euch auf dem Laufenden über die aktuelle Lage, abonniere den Kanal, lass mir einen Daumen hoch da und dann hoffe ich, dass du deinen Urlaub trotzdem noch genießen kannst und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Tschüss aus dem wunderschönen Thailand.